alles, was du dir vorstellen könntest, schreddern kannst, was würdest du schreddern? Ich sag euch auf jeden Fall, es geht heute darum, dass der Poppy Playtime, Garden of Ban Ban, Wednesday, also wirklich alles in den Schredder jagen, was geht. Und falls ihr da Bock drauf habt, lasst ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß, das ist wirklich sehr, sehr nice. Und ein Big Kiss. Wir gehen rein. Wir sind hier auf dem Kanal von Geuser und wie man sehen kann, diese Hand ist so ein bisschen computermäßig dargestellt, die wird aber gleich Realität, meine Freunde, und geht ab in den Schredder rein. Und Geuser ist dafür bekannt, dass er, naja, so Kreationen baut, die danach halt nicht mehr so gut aussehen. Ja, das bin original ich, Digga, wenn Stream ist. Gleich Escape drücken. Oha, was ist das? Er scrollt erstmal durch YouTube. Okay, aber man sieht's jetzt. Da haut er nochmal alles durch, was geht. Also da sieht man halt, was er eigentlich so macht. Das ist ziemlich witzig. Und vor allem, wenn da natürlich immer so richtig geile Animationen kommen. Er hat einmal mit der Hand so ein Like da gelassen. Amazing Video. Geuser, habe ich getan. Was erwartet uns heute? Ey, das ist so cool. Der hat da sogar eine Deo-Flasche reingedonnert. Das ist auch immer sehr, sehr nice. Der macht halt natürlich auch da Sachen rein, die schon ein bisschen gefährlich sind. Der kennt sich damit aus. Und jetzt, 5 Stunden später, ist da die Hand von Wednesday. Und die ist eingeschlafen anscheinend mit Cola-Dose und Popcorn. Boah, Digga, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Was ist das denn mit dem Video, Digga? Okay, dieses Mal geht das Video ganz anders los. Der krabbelt da jetzt irgendwie rauf. Und will das Ding jetzt aktivieren. Oh, da sieht man auch mal, wie er die Maschine anstellt. Sehr interessant. Wenn man da die Hand reinpackt, Leute, Feierabend. Da kriege ich schon Brechreiz, wenn ich das sehe. Dann war es das für dich. Also ich gehe mal davon aus, dass der keine Kinder hat, weil das wäre sehr, sehr gefährlich. Die Hand wird da jetzt, glaube ich, reingetan. Und warte mal, seht ihr das hier oben? Da ist sogar seine eigene Hand ein bisschen mit im Spiel. Der hat die so, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen verändert. Und der wirft da jetzt so ein paar Sachen rein. Und später dann halt auch die Hand von Wednesday. Zumindest sollte das so sein, aber das ist ja schon mal ein guter Einstieg so, ne? Dieser Würfel ist eh. Leute, wer kann diese Dinger lösen? Ich weiß auch nicht. Es gibt so eine crazy Leute, die sowas easy in 10 Sekunden machen. Das ist echt geisteskrank. Was ist das? Der Zombie ist auf jeden Fall auch RIP. Ja, genau. Sehe ich auch so. Oh, das Buch. Sowas finde ich auch sehr interessant. Was passiert da? Hat sogar eine kleine Metallklinke oben dran so. An der Seite. Und guck mal, ne? Er kann das sogar flach reinlegen. Und das wird einfach absorbiert. Der weg. Das Buch ist nicht mehr. Ist das das, was ich denke? Die Kette von seiner Ehefrau? Die er da jetzt reinfallen lässt? Möglich. Jetzt lass sie doch mal da reinfallen. Bre, lass sie da reinfallen jetzt. Oh, oh. Oh Gott. Die Hand! Das war jetzt aber nicht seine echte, oder? Uff. Einfach absorbiert. Da hat er schlecht geträumt. Leute, wir gehen weiter. Der Poppy Playtime-Mitarbeiter, wer kennt ihn nicht? Da werden jetzt erstmal ein paar MOB-Figuren aufgezogen und gleich vollends in den Schredder reingelegt. Könnte man natürlich sagen, mag der MOB-Games nicht, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ist der Huggy Wuggy jetzt richtig dran. Verpiss dich, mein Bester, ab in den Schredder mit dir. Oha, der ist ja richtig der... Ja, moin, da muss er ganz dringend los, ne? Richtig schön. Auch dieses knackende Geräusch, Leute. ASMR, wie man seine Spielzeuge aus der Kindheit ruinieren kann. Er übertreibt direkt richtig, Alter. Was geht denn bei dem ab? Oha. Aber die werden da auch so schnell reingezogen. Und seit wann gibt es so eine geile Poppy Playtime-Mitarbeiterjacke? Die will ich auch haben. Die will ich auch. Er hat sogar ein Poster von Poppy Playtime. Finde ich auch cool. Hier, kurz den Kissy-Missy-Kopf zerstört. Da zeigt er nochmal, wie das in der Zeitlupe aussieht, wenn die ganzen Dinger reingezogen werden. Und ihr seht, ne, also diese Griffe da, was die für eine ungemeine Power haben, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, da geht fast alles kaputt, was man da reinstopft. Meint ihr, das Ding wäre in der Lage, Diamant zu zerstören? Das ist ja eins der härtesten Metalle auf der Erde oder, ja, Erze sozusagen. Und das sind ja nur so ein paar Plastikfiguren, ne? Tschüssi!
Das war's für euch. War nett. Er hat einfach Spielzeug für 20 Euro gekauft und oh, daraus ist jetzt das hier geworden. Und warte mal, Mami Longlegs lebt ja noch. Was macht man damit? Ab in den Schredder, mein Bester. Meine Beste. Tschüss. Ja, RIP. Ist natürlich sad, ne? Aber... Junge, der ist ja aufgeplatzt wie ein Ballon. Alter, habt ihr das gesehen? Das Gesicht riecht so weggeschabt. Das bleibt davon übrig. So sieht das Endprodukt aus, wenn das Ding einmal durch den Schredder gegangen ist. Kann man nicht mehr rekonstruieren. Jetzt geht das Grab-Pack da rein, oder was? Nein. Er hört mit Poppy Playtime auf, Leute. Ich weiß es doch. Er will nicht mehr. Ob die Dinger davon erfasst werden? Alter, krass. Alter, krass. Seine Kamera ist fast da reingefallen, ne? Ob ihm das schon mal passiert ist? Einfach die Kamera so, ups, und dann so Filmmaterial weg. Kann natürlich passieren. Da sieht man es nochmal von der Seite. Auch diese Holzbalken, wie die da instant reingezogen werden. Die gehen sowas von weg. Der kann baden gehen. Nice. Ich mag so Zerstörungsvideos. Ich würde auch gerne so eine Schreddermaschine haben. Leute, Hashtag Schredder auch mal in die Kommentare, wenn ihr auch an so einer Schreddermaschine richtig Spaß hättet. Und da sieht man nochmal, wie hart das Ding eigentlich auseinander zerberstet wurde. Und das ist jetzt ein Green-Kuscheltier, ne? Ich glaube, der bestraft gerade seinen Sohn. Nein, Papa, nicht das Spielzeug! Doch. Du hast heute zu lange Fortnite gezockt. Müll. Ja, und da passiert nämlich das, meine Freunde. Wenn man Fortnite spielt, ne? Genau. War natürlich ein Witz. Aber bei mir könnte es durchaus passieren. Jetzt haben wir hier sogar noch Orange. Der wird jetzt leider auch direkt abgerippt. Tschüss, bis dann. Oh, das sah richtig krass aus mit seinem Gesicht, wie das da so reingeht. Sehen wir das noch? Jawohl. Komplett sein Mund wird einmal so richtig zusammengedrückt. Oh, jetzt übertreibt der wieder richtig. Die ganzen Rainbow Friend Blue Alternativen, die da sind. Er haut die alle direkt rein. Ich bin gespannt, ob das Ding sich die einfach grabt. Er packt die von oben so ein bisschen rein. Okay. Tschüss. Oh! Das Ding hat es tatsächlich aufgehalten. Okay, die Maschine kann vielleicht keinen Diamant zerstören. Aber hier hörte das, glaube ich, gerade auf, oder? Jetzt. Oh, Bro. Er muss die Maschine... Also, ey, krass. Da kommt die mal so richtig ins Schwanken. Er muss jetzt aber nochmal reindrücken. Ja, fast. Das wird immer, immer näher. Und ja, dieser ganze Stoff, der da drin ist, ne? Könnte mal eine coole Wolkendecke draus machen. Und tschüss. Das war's. Nice one. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die Maschine das aushält und... Hä, was ist das denn? Nicht das Poster! Bro! Gib mir das doch! Ja, Huggy Wuggy, viel Spaß. Mach's gut. Tschüssi. Alle mal an Bord. Aber in dem Fall eher nicht. Das bin ich, ne? Wenn ich der Zugbesitzer wäre und sage, hey Leute, kommt mit in den Abo-Train. Apropos Abo, Leute. Wer hat von euch nicht abonniert, ihr Kauner? Dann mal lieber jetzt machen, ne? Und dann lassen wir nochmal ein paar Sachen schreddern. Ich sag euch einfach Bescheid. Oh, jetzt macht er nochmal so ein Rewind. Dann kann man nochmal sehen, wie er diese Dinger da so rausholt. Und... Das, finde ich, ist eigentlich auch eine ganz geile Ansicht. Die Teile, das ist auf jeden Fall auch richtig wild. Ich hätte nicht gedacht, dass die das aushalten. Aber gut, Leute, ihr habt es auch mit mir ausgehalten und ich würde sagen... Aber als erstes werden wir uns mit dem Schredder beschäftigen, indem wir ihn aufwärmen. Und wir packen einen Siren Head da rein. Oha. Der wurde mal direkt weggezogen. Nein, nicht PJ. Guck mal, wie der bellt. Och, nö. Oh, PJ, PJ, nein. Oh, Gott. Guck, wie der weggerissen wurde. Alter, den hat's richtig mitgenommen. Jetzt packt der Typ da erstmal noch ein paar Bälle rein, oder was? Okay, die gehen richtig weg, alle. Oh, nice. Irgendwie schon cool. Ich hätte auch gerne so einen Schredder, Leute. Hashtag Schredder in die Kommentare, wenn ihr an sowas auch Spaß hättet. Ich würde da echt so viel reinpacken. Zum Beispiel einige Playbutton von einigen YouTubern. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, Digga. Mein Kopfhörer. Also, das war jetzt gerade ein bisschen, ne? Wollen wir nicht drüber reden. Was ist das hier? Eine Dartscheibe? Schmeiß sie rein da. Hab eh keinen Bock drauf, dass jemand Dart spielt. Also mit so einer Dartscheibe. Oh, hier packt der jetzt sogar noch. Was ist das denn nochmal? Die Gitarre? Nee, Ukulele? Ukulele könnte das sein, oder? Das sind diese kleinen Gitarren, ne? Safe.
der Schredder funktioniert, ist manchmal schon, ich muss sagen, sehr beeindruckend. 2000 Jahre später. Wie lange braucht das Ding denn noch? Junge, Ewigkeiten. Mach weg das Ding. Endlich. Gott sei Dank. Er packt einen Helikopter da rein. Okay, den wird, glaube ich, extrem schnell wegrippen. Mayday, Mayday, Mayday. Der ist direkt weg. Wirklich. Guck dir das an. In der Zeitlupe sehen wir, zack, das Ding dreht zwar noch, aber nee, jetzt ist Feierabend. Und sind da auch Batterien drin? Vermutlich schon. Schreddert er die Batterien jetzt mit? Ich glaube halt, er unter seinem Schredder hat er hundertprozentig was zum Schutz. Aber ja, natürlich crazy. Ja, da waren die Batterien. Ist natürlich crazy, wie der hier sein YouTube-Money verdient, ne? Immer Batterien schreddert, Digga. Naja, für die Wissenschaft, Leute. Eine Melone ist auch für die Wissenschaft. Was wäre denn... Ah, okay. Nee, also, ich habe mich gerade gefragt, was wäre, wenn er wirklich eine Melone reinpacken würde. Aber das wäre gar nicht so cool, Leute, weil wäre halt was Richtiges zu essen. Bei Essen, da stellen sich die Leute auch zu Recht immer an. Die Melone wurde auf jeden Fall easy zerstückelt. Okay. LKW will vielleicht den Müll unter dem Schredder abholen, aber ich denke nicht. Tschüssi, mach's gut, mein Bester. Ciao. Okay, das Ding ist auf jeden Fall im Eimer. Ja, aber hält lange durch. Und RIP. Jetzt haben wir Bonzo. Ah. Bonzo, mach's gut. Tschüssi. Leute, der hat das letzte Mal seine Eisenteile aneinander geschlagen. Ja, netter Versuch. Ich würde sagen, rein damit, oder? Winke, winke, Bonzo. Ja, der wird 1A durchgeschreddert. Heiliger Aal. Guck dir das an. Aber ohne Faxen. Na, wir gucken hier den Blick an und Bullrip. Jetzt wollen wir aber mal sehen, wie Green hier ab in den Schredder geht. Tschüssi. Oh, habt ihr das mit den Augen gesehen? Bitte nochmal Zeitraffer. Bitte nochmal. Hey, warte, dann müssen wir nochmal zurück, Leute. Dann mache ich jetzt einen Zeitraffer rein. Ich mache die Wiedergabegeschwindigkeit mal auf 0,5. Guck mal seine Augen an. Wir schmeißen ihn rein. Da. Und ciao. War auf jeden Fall nice. Jetzt haben wir hier zwei Blues. Der eine aus Hartplastik, der andere so ein bisschen Stofftier. Erst geht das Stofftier da rein. Was mit dem Hartplastik passiert, bin ich mal gespannt. Das ist wahrscheinlich aus dem 3D-Drucker. Ich gehe sehr stark davon aus. Wo da eigentlich diese Kuscheltiere her? Bruder, ich will auch. Ja. Ist mein Ernst. Guck dir mal den Pink an. Hau rein. Der hat ja schon fast geschrien. So RIP war der gerade, ne? Oh, nee, ey. Green, Purple, das geht in den Schacht rein. Ich habe eben, glaube ich, nicht Purple gesagt, ne? Sorry. Hier haben wir auf jeden Fall ein Minecraft-Schwert, so ein Diablade. Oh, nice. Einfach mal rein damit. Zieh das Schwert wieder raus, Bro. Hätte ich zumindest gemacht. Aber man soll, glaube ich, auch die Sachen nicht mal anfassen oder so, ne? Sonst mit den Fingern und so, das kann sehr, sehr schnell gehen, glaube ich. Ey, da packst du einmal deine Hand rein, dann ist Feierabend. Ist direkt weg. Deine Hand ist direkt weg. Solche Schmerzen kannst du dir nicht ausmalen, die du dann hast. Deine Hand, dein ganzer Arm, alles. Bis du Glück hast, dass dein Arm wirklich abgehackt wurde, ne? Von den Dingern. Das muss schlimm sein. Türklingel? Was ist das denn? Ja, hau rein, ey. Das war die schlechteste Türklingel der Welt. Wie das Ding auch noch funktioniert hat eben gerade so. Geil. Aber was ist mit dem 3D-gedruckten Blut? Das will ich nochmal sehen.
Ja, mach den rein da jetzt. Wir wollen den nächsten drehen. Komm. Ach, die Teile. So einer, also sowas habe ich mal von einem Fan geschickt bekommen, Leute. Der hat mir mal so ein Plopper-Ding zugeschickt. Und ja, ich verstehe echt nicht, wofür das ist. Man ploppt einfach die Teile auf und zu. Okay, ich hätte das Ding da auch reingehen lassen. Ich bin ehrlich. So, für ein paar Mal ist cool, aber danach ist das Ding auch echt outdated. Ne? Sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, schockt dann einfach nicht so. Was ist das? Riesenspinne aus Tannenbaumnadeln-Dingern oder so? Ja, sieht so aus. Die Spinne ist auf jeden Fall richtig rip. Dahinter sieht man mal den Typen so in Adidas-Hose einfach an, ne? Stell dir vor, du drehst ein Video in Adidas-Hose. Jetzt wird aber Blue hier richtig reingeschreddet. Boah, ich bin sehr gespannt. Warum hält mein Kopfhörer eigentlich nicht mehr? Was für ein Mist. Blue, bist du bereit? Leute, ich weiß nicht, ne? Ich glaube, er ist noch nicht so bereit, fürs draufzugehen. Auf jeden Fall hört er sich schon hart an. Ich will's. Der braucht einen anderen Schredder dafür. Einen stärkeren? Ich glaube, ja. Boah, guck dir das an. Da sieht man das Layout drin, wie der 3D-Controller gedruckt hat. Ich habe noch nie gesehen, wie so eine Figur gemacht worden ist. Ich glaube, jemand hat mir solche Figuren auch schon zugeschickt. Also von einem Fan habe ich, glaube ich, solche Figuren zugeschickt bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde demnächst nämlich wieder Fanpost aufmachen, aber auf meinem Hauptkanal, Leute. Einfach Denomi eingeben, dann seht ihr den da in dem Livestream. Boah, guck dir das an. Absolut RIP. Hui. Er lebt noch. Blue will nicht gehen. Blue will nicht gehen. Aber jetzt hat das Ding ihn langsam... Oh, er wurde absolut weggerippt. Guck seinen Arm noch. Der hat sich gut durchgekämpft, Leute. Der hat sich richtig gut durchgekämpft. Nice try. Die Videos sind von Geyser. Checkt den Kanal gerne mal aus. Und man sieht schon, er ist hier mit den Handschuhen unterwegs. Moin, Kissy Missy, was läuft? Und Mami Long Legs, Daddy Long Legs, alle sind am Start. Und da zeigt er sie nochmal. Die wird er heute alle durch den Schredder jagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das eigentlich ausschaut. Ich glaube, der packt auch noch ein paar andere Sachen rein. So eine Schreddermaschine ist auch schon cool, muss ich sagen. Ne? Also fühle ich absolut. Er haut da Mami Long Legs rein. Das war's für dich. Ja. Leute, ich würde sagen, die kennt das schon aus Poppy Playtime, Daddy Long Legs direkt hinterher. Und guck dir das mal an, wie geil das aussieht. Boah. Und man sieht es hier nochmal in Slow Motion. Okay, sein Arm. Ja, also ihr seht schon, diese Schreddermaschine ist wild. Ich will gar nicht wissen, was die alles schreddern kann. Hier haben wir mal so ein Hartplastik-Ding und, wow. Oh Gott. Er packt das Ding da irgendwie so hin, ne? Und das Teil muss dann so laufen. Okay, also irgendwie ist das auch komisch, so dass er das jetzt macht, ne? Jetzt bewegt sich das Teil so ein bisschen. Oh, der arme Gecko, Leute. Aber zum Glück kein echter, ne? Und da sein Schwanz wurde als erstes gegriffen und hier macht das Ding komplett weg. Uff. Ey, wenn du da deine Hand reinsteckst, ne? Ganz Krise. Jetzt kommt so eine Kuschel, so eine Hasenfigur, die ist auf jeden Fall direkt RIP. Warum schreddert der eigentlich Spielzeuge? Das Teil ist auch nochmal ganz komisch. Wer kennt das, Leute? Hashtag Spirale in die Kommentare, wenn ihr das Ding kennt. Ich habe das als Kind immer viel benutzt. Das Teil ist aber auch direkt weg, wie man hier sieht. Oha. Alter Schwede, krass. Okay. Was haben wir hier? Das ist jetzt so eine ganz normale Hand. Wir gucken mal, wenn wir unsere Hand jetzt reinpacken würden, was so passiert, ne? Das würde wirklich passieren, Leute. Ja, ihr seht schon. Also, boah, ich will gar nicht... Alter... Guck dir an, wie das Ding alles wegschreddert, ne? Alter Schwede. Diese, boah, das ist schon echt krass, Freunde. Das ist wirklich krass, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier Kissy Missy. Moin, Kissy Missy, was läuft? Alles cool bei dir? Ich glaube gleich nicht mehr. Und er haut sie da einfach rein und guck dir mal an. Jupp, das Ding geht einmal durch den Schredder. Und die Augen, das sah so komisch aus. Hoffentlich nochmal Slow-Mo. Ja, man sieht hier vielleicht die Augen... gucken so richtig groß raus, ne? Guck mal da. Ja.
Total gut. Oh Mann. Ja, alles klar. Und Tschüssing. Ey, das Ding wurde einmal durchgejagt. Jetzt haben wir hier... Oh nö. Ja Mensch, Huggy Wuggy, also du solltest dir das Video mal besser nicht reinziehen. Weil Kissy Missy jetzt nämlich absolut im Eimer ist. Guck dir das an, ne? Noch so, abonnier meinen Kanal und... Boah, so sieht das von innen aus auch nicht schlecht. Ja, also das Ding ist auf jeden Fall RIP, Leute. Na, tut mir echt leid, Kissy Missy, aber... Ich habe zum Glück den allerechten Huggy und das ist schon in Ordnung so. Boah. Ja. Krasser Mist. Muss ich schon sagen, irgendwie ist das auch ein ziemlich satisfying. Ja, guck mal da. Boah, wie sich das Teil alles zieht. Boah. Das Ding wurde komplett aufgelöst, ne? Alles weg. Nein! Nicht Huggy Wuggy! Oh Gott! Und das sagt noch Winke Winke. Und das war's mit dir, Huggy. Ich würde das niemals mit dir machen. Nur, dass wir uns dabei immer verstehen. Okay. Ah ja. Nochmal hier der Reverse, Leute. Und ab dafür, ne? Auch nicht schlecht. Tja. Huggy Wuggy hat es auf jeden Fall richtig mitgenommen. Und, oh, der Arme. Guck dir mal an. Der Typ ist absolut RIP. Okay, okay. Ich denke, man kann da bestimmt noch einiges mehr reinpacken. Ich würde natürlich gerne mal wissen, was so ein Teil aushält. Wenn du vielleicht einen Stein oder so reinigst, ob der auch zerstört wird. Oh, wow, wow, wow. Er hat hier sogar noch mehr Sachen vorbereitet. Okay, das ist Huggy Wuggy irgendwie so mit Regenbogenhaaren. Ja, ja, du gehst da jetzt rein, mein Bester. Und das war's für dich. Nein, nicht seine Hand als... Oh, Alter, das Ding wurde ja richtig reingezogen. Was ist das, ein Monster Truck? Okay, mach einen Monster Truck rein. Und er lädt das Ding richtig auf, lässt es da reinfahren und ja, auch den Monster Truck nimmt er mit. Oha, nicht schlecht. Und tschüssi. Was ist das? Maxi Block Size und als ob das Ding da jetzt einfach so tatsächlich. Ey, das Teil nimmt aber auch wirklich alles mit. Es hat schon zu kämpfen hier, muss man sagen. Also so einfach ist es jetzt tatsächlich nicht. Gucken wir halt mal, ob der den Rest davon, ja, nimmt er mit, also nimmt das Ding wirklich komplett mit. Es dauert halt natürlich nur ein bisschen länger, weil er immer so Teile davon abziehen muss und das Ding halt so eine blöde Form natürlich dafür hat, ne? Aber der kommt hier gut klar und tatsächlich schafft er das halt auch, das Ding sogar schon so zu teilen. Und jetzt, ja, das war's. Also, ich glaube schon, dass der alles mitkriegt, ne? Ja, so auf Dauer, wenn er, ja, jetzt ist das Ding komplett auseinander, alles klar. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Diese Maschine ist... Das ist eine Killermaschine, Leute. Das muss so Spaß machen, ne? Einfach geil. Jetzt hat er hier ein Hot Wheel Auto. Naja, kein Hot Wheel Auto, aber so... Naja, so ein ferngesteuertes Auto. Und das Ding kann seinen Reifen übelst krass drehen. Okay, ist das jetzt ein Helikopter oder was? Ist das jetzt ein Helikopter? Okay. Einfach mal die Maschine anstellen. Oh, das Ding macht noch ein paar Kunststücke da drin, ne? Finde ich gut. Kriege ich irgendwie so Bock auf Rocket League gerade. Aber ich sag dir, was jetzt passieren wird, Kollege. Du bist jetzt völlig RIP. Er macht noch ein paar Kunststücke. Na komm, hau den Schredder an, Kollege. Ich will sehen, wie das Teil jetzt reingeht. Jawohl. Und die Batterien auch gleich mit geschreddert. Ob das so gesund ist? Ich weiß ja nicht. Ah, Hot Pursuit Truck. Okay, wenn du den Müll abholen willst, das wird heute auf jeden Fall nichts mehr, Kollege. Dein Auto ist nämlich jetzt ab in den Schredder gegangen. Er wollte da tatsächlich nochmal so ein bisschen anfassen. Ich weiß gar nicht, ob das gefährlich ist, was der da macht, ne? Wenn man da so mit der Hand reingeht. Aber er kennt sich da ja eigentlich ziemlich gut aus. Und, jo, auch den Truck kann dieser Schredder mitnehmen. Aber der hat hier auch wieder Probleme, weil der Truck natürlich auch nicht so ganz handlich ist. Sehr unhandlich, sieht man. Aber er schafft ihn wirklich auch noch mitzunehmen. Ich denke mal, ja, das Teil wird jetzt ein bisschen schwieriger. Nee, doch nicht. Oder? Nee, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Heftig, wie das Ding wegschreddert. Man sieht richtig so, ja, braucht dafür, aber er schafft es. Alter, du kannst ja echt alles reinigen. Was ist das denn? Sind das so Waschlappen oder sowas? Okay. Jetzt haut er die da auch noch rein mit Eisen. Naja, oder Aluminium. Also das ist irgendwie auch gar kein Problem gewesen. Crazy. Boah, hier sieht man es nochmal, ne? Guckt, wie die Maschine da mit Leichtigkeit durchrasiert. Hammerhart. Hammerhart, Leute. Boah, ist das ein Karton einfach? Okay, ein Karton ist natürlich auch ganz entspannt. Aber Alter, sieht das cool aus.
einfach Karton durch den Schredder jagen. Ich finde, das hat was. Und wie groß der auch war. Voll die geile Idee, wenn man gar keinen Bock hat, diesen Karton auseinanderzunehmen für einen Mülleimer, ne? Was ist das jetzt? Ich kenne das halt von Kindern, so diese Ringe. Er haut die da komplett rein. Ja. Und jetzt wird das Ding erstmal durchgerippt. Ja, die beiden Ringe sind ein bisschen schwieriger zu grabben, aber auch den einen holt er sich. Auch den anderen wird er sich gleich holen. Ja, das dauert noch ein bisschen, sieht man hier gerade. Er muss danach helfen. Und weg. Bleistifte? Sind das jetzt Bleistifte? Als ob. Einmal reingehauen und wieder geschauen. Das war's. Imagine, ne? Der holt sich einmal ein paar Bleistifte und schreddert die da halt durch. Der hat gar keinen Bock mehr auf Schule, glaube ich. Oh, wow, wow. Er will hier Rattagi-Waggi reinhauen und der sitzt da drin, als wäre er in der Badewanne. Oh, Leute. Okay. Ja, rein mit dir, der Hagi. Mach's gut, mein Bester. Tschüssi. Das war's für dich. Vielleicht oder auch nicht. Doch, das war's für dich. Er nimmt seinen Arm. Und ich glaube, das war's. Ja, Hagi. Nice. Leute, falls ihr Bobby Playtime spielt und wissen wollt, wie man Huggy ausschaltet, so geht's am besten. Dieses Video ist von Geuser und ja, der macht halt so Schredder-Experimente. Und wie man sehen kann, der hat hier so Bobby Playtime-Hände, mit denen er den Schredder jetzt angemacht hat und mit denen er sich wahrscheinlich, cooles Poster, diese ganzen Charaktere jetzt nimmt und Huggy Wuggy schaukelt da. Ne? Auch nicht schlecht. Und zack, hat er sich den Huggy gegrabt. Cooles Video auf jeden Fall, fängt schon gut an. Und er schmeißt ihn da auch straight mal einfach rein. Let's go. Tschüss. Habt ihr es gesehen, wie die Augen da so ausgeplatzt sind? Zeitlupe, guckt euch das an, ne? Boah, das kann wehtun, glaube ich, wenn du sowas ins Auge bekommst. Oder generell, der ist richtig rausgeschossen da. Und schnappt er sich den Minion. Das ist so cool. Hat er da irgendwie Magneten dran? Kann sein. Ja, safe. Da, einfach das Kuscheltier auch mal so durchgejagt. Warum sind so eine Videos so cool, Leute? Ich weiß auch nicht, ne? Macht irgendwie schon Spaß, so was zuzugucken. Jetzt sehen wir es wahrscheinlich nochmal in Zeitlupe, wie er hier die Augen so richtig wegdrückt von... Ne, doch nicht. Hä? Was hängt denn da? Batman? Und Mami Long Legs, was ist das denn da? Was ist das da? Nimmt er eigentlich die Spielzeuge für vielleicht seinen Kindern oder sowas und schmeißt sie einfach in Schredder als Bestrafung? Boah, das wäre richtig gemein, oder? Hashtag Schredder, Leute, in die Kommentare, wenn das eine krasse Bestrafung wäre von Eltern so, ne? Einfach dein Kuscheltier da reinwerfen oder deine PlayStation 4, geht ja auch. Das wäre so killer. Danach würde ich nie wieder irgendwas machen. Jetzt der gute Batman. Hey, Bro, was geht? Also egal, was du da machst, du wirst jetzt Rips. Der hält, glaube ich, diese Stäbe so in der Hand, ne? Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Kannst du den Batman da irgendwie reinwerfen und ja, der ist auf jeden Fall. Stell mal vor, der Schredder geht jetzt kaputt, ne? Weil Batman so stark ist. Das wäre schon lustig. Das Ding rasiert aber auch ordentlich. Also ich glaube, du kannst da eine ganze Menge reinwerfen und das Teil fetzt einfach alles raus. Der Hintern, Leute, der Hintern. Mach's gut. Wie hat er denn die Kamera eigentlich reingepackt? Da an der Seite ist eine Cam drin, sieht man gerade. Cool. Was ist das? Einfach so. Einfach so, Leute. Warum auch immer. Einfach so. Es geht im Video um Schredder. Nee, erstmal ein paar Becher umwerfen. Einfach so, fürs Feeling. Ey, fühle ich aber, Leute, fühle ich. Und da ist das Poster alle mal an Bord, ne? Ich habe auch ein Poster, aber das Always Take a Break Poster, Leute. Immer eine Pause machen. Das fand ich persönlich am besten. Jetzt wird der Typ sich erstmal Mami Long Legs schnappen und da ist so ein Metall dran, ne? Damit er die halt so mitnehmen kann. Ich glaube, das Metall hält sie auch so ein bisschen an der Wand, nehme ich mal. Tja, Mama. Wie sieht's denn aus? Ab in den Schredder mit dir? Ich würde sagen, ja, ne? Da zuerst die Füße und das Ding geht clean rein, sag ich euch so, wie es ist, ne? Guck mal. Aber das ist schon gemein, was der da macht, ne? Das ist schon echt gemein. Jetzt schmeißt die alle da rein. Die hat das eh nicht anders verdient. Oh! Und weg mit der. Das war's für dich. Tschüssing. Wo geht denn eigentlich der... Oh, yo, das ist ja richtig, das Auge explodiert. Wo geht denn dieser ganze Müll eigentlich hin? Hat der Schredder unten so einen Behälter? Oder läuft das dann da einfach so durch und dann muss das alles wegfegen sozusagen? Das weiß ich nicht. Aber er muss das auf jeden Fall reinigen, denke ich. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass es machen muss.
Die ist auf jeden Fall Trip. Guckt euch die Augen an. Die sind gleich so hart auseinandergeplatzt. Die geht da immer weiter rein. Erinnert mich ein bisschen an so Chapter 2, ne? Und da. Sieht man's? Ja. Gesehen, das ganze Glas. Ist nicht ohne auf jeden Fall. Und so viel zum Müll, Leute. Da sammelt sich das alles ein, ne? Oh no! Da sind zwei kleine Huggy-Schlüsselanhänger. Macht's gut! Wenigstens wurden die zusammengeschreddert, Leute. Es geht weiter und ich glaube, der mag Poppy Playtime irgendwie nicht so. Ja, das ist davon übrig, ne? Und was macht er da jetzt rein? Kriegt die Maschine das wirklich durch? Wie zur Hölle geht das? Er macht auf richtig entspannt. Okay. Nice. Alright. Uff. Muss ich schon sagen, Leute. Respekt, Respekt. Dass die Maschine das noch durchbekommt. Der hier ist ein bisschen schwieriger, aber wenn es erstmal natürlich so greift, dann locker lässig. Der hat aber beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, aber gebt einfach Shredder Denomir ein. Beim letzten Mal hat er so ein ganzes Pack voller Holz da reingetan. Ne? Das ist auch irgendwie ziemlich cool. Warum, was ist das? Warum macht man das? Was ist das da drin? Warum ist das in Schleim gewickelt? Ich mag Schleim. Okay. Alles nass geworden, aber wenigstens alles geschreddert. Das sieht so lustig aus, wie der Schleim da so aufgetrennt wird. Cool. Respekt. Jetzt nochmal was in Schleim. Finde ich gut, Leute. Die Schleimexperimente hier gefallen mir gerade sehr, sehr gut. Da sind anscheinend Orangen drin. Und der läuft ganz schnell weg. Ich glaube, das spritzt jetzt gleich so ein bisschen, oder? Warum ist der so schnell abgehauen? Ich glaube, er weiß selber nicht, ob da mal manchmal was passiert oder so, ne? Eine Maschine, wenn da deine Hand reinkommt, Feierabend. Absolut Feierabend. Jetzt nimmt er eine Menge Strohhalme. Einfach auch gar keinen Bock. Müllentsorgung läuft. Die Strohhalme waren schon easy. Er müsste hier an der Seite nochmal ein bisschen was machen, aber das hat er jetzt nicht mitgenommen. Also die an der Seite, dass da noch welche übrig bleiben, triggert mich übel, Leute. Das nervt. Das nervt mich einfach. Mach die rein jetzt. Der letzte da. Mach den da jetzt rein. Danke. Vielen Dank. So ist gut. Okay, jetzt hat er noch ein Spielzeugauto von seinem Kindchen genommen und gesagt, ich schredder das Ding jetzt. Mach's gut. Was ist das denn? Schmeiß rein da den Lachs. Das Teil muss geschreddert werden, Leute. Wobei, es ist vielleicht von der Poppy Playtime. Also man könnte es so ein bisschen als Eisenbahn von Poppy Playtime nehmen, ne? Schon wird sie aber das ABC, also keine Ahnung, wer so ein Spielzeug gemacht hat. Aber was denkt der sich eigentlich dabei, ne? Das muss geschreddert werden. Die machen da so ein drehendes ABC rein. Das war's. Also, keine Ahnung. Für Kinder, vermutlich. Und tschüss. Da gehört's hin. Viel besser jetzt. Das Spielzeug sieht jetzt richtig gut aus. Ja. Uff, ey. Sieht so geil aus, wenn er das da so reinpackt. Ich hätte auch gerne so eine Schreddermaschine, Leute. Ehrlich. Das muss einfach Spaß machen auch. Da alles reinzupacken, was man will und zu gucken, was der Schredder auch so packt, ne? Man sieht auch, dass die Maschine sehr, sehr sauber ist. Ich weiß nicht, wie der die sauber macht, keine Ahnung. Aber das muss viel Arbeit sein, auch so ein Video aufzunehmen, denke ich. Gerade wenn so ein Schredder halt auch so Kuscheltiere nimmt. Und der, das Ding ist auch wieder ein Schleim, ne? Geil, Mann! Huggy Wuggy in Schleim. Besser geht's heute nicht. Das gefällt mir richtig gut. Und tschüss. Mach's gut. Boah, ey, das sieht so crazy aus. Weiß auch nicht, irgendwie gefällt mir das. So, jetzt haben wir hier Huggy Wuggy wieder in Schleim. Aber wie viele Kuscheltiere hat er davon eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Packt das Ding da wieder so rein und hält es noch kurz fest und auf geht's. Boah, jetzt hat sie das Ganze mit diesem Schleim vermischt, ne? Das sieht so aus, als wäre Huggy Wuggy angepinkelt worden. Crazy, Leute. Made in China, wichtiges Schild gewesen. Das Ding wurde in China produziert. Boah, die haben auch so viele Kuscheltiere einfach produziert, Leute. Und eigentlich sind es ja Poppy Playtime-Kuscheltiere. So, dann die da alle nochmal raus und zeigt es nochmal rückwärts. Sieht irgendwie witzig aus. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denn das ist kostenlos. Dickes Küsschen. Denno out.